Liebe Filmfreunde, liebe Abonnenten, herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video und freut mich, dass ihr in dieser Umgebung mal wieder zum alten Setting hier nochmal eingeschaltet habt, ne? Mich hier nochmal vor der Kamera zu sehen. Ein letztes Mal, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war kein Clickbait, was ihr gesehen habt in dem Video, leider. Wahrscheinlich hier zum letzten YouTube-Video, das es jemals auf diesem Kanal geben wird. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt erklären. Also bleibt unbedingt dran. Und ja, an dieser Stelle schon mal auf jeden Fall. Es tut mir wirklich leid, dass es so gekommen ist. Und ich finde es auch mega schade. Aber leider ist es so, wie es ist. Und ich kann es leider nicht beeinflussen. Ja, was ist der Hintergrund, dass ihr heute wahrscheinlich das letzte Video auf meinem YouTube-Kanal seht? Es ist einfach so, ich habe den zweiten Strike bekommen, die zweite Verwarnung. Und das wegen einer absoluten Nichtigkeit, meiner Meinung nach. Aber scheinbar habe ich gegen die Community-Richtlinien verstoßen. Mit zwei Unboxing-Videos. Ich kann es ja ganz ehrlich sagen, beim ersten Strike war es Bloodfeast, beim zweiten Strike war es Hostel. Zwei Mediabooks, die ich vorgestellt habe. Die haben andere Leute auch schon x-mal vorgestellt. Aber mich hat es jetzt halt hier getroffen. Kann man nicht ändern. Ich kann mir ja vorstellen, wer dafür verantwortlich ist. Gab ja da mal eine kleine Diskussion, auch unter einem dieser Videos, unter dem Unboxing-Video von der Hostel-Trilogie. Vielleicht hätte man es auch können bei einer Diskussion belassen, aber scheinbar nicht. Und deswegen ist das hier jetzt heute vermutlich das letzte Mal, dass wir uns hier sehen werden auf diesem Kanal. Es ist einfach so, beim ersten Strike kann man eine Woche lang keine Videos mehr hochladen, beim zweiten Strike, bei der zweiten Verwarnung zwei Wochen lang. Deswegen habt ihr auch jetzt hier über 5 Wochen nichts mehr von mir gehört. Weil ich erstmal zeitlich nicht mehr dazu gekommen bin und dann eben dieser Strike in die Quere kam. Wenn man dann innerhalb von 90 Tagen, das heißt jetzt noch innerhalb von 76 Tagen, eine dritte Verwarnung erhält, wird der Kanal komplett geschlossen und man kann nie wieder Videos auf diesem Kanal hochladen. Da ich jetzt nicht weiß, ob ich in den nächsten 76 Tagen noch einen Strike bekommen werde, wollte ich einfach dieses Video machen und euch schon mal sagen, dass das vermutlich das letzte Mal sein wird, dass wir uns hier auf diesem Kanal sehen werden. Es tut mir wirklich leid und ich möchte auch nochmal an dieser Stelle sagen, vielen Dank an euch alle, vielen Dank an alle meine Abonnenten, alle meine Zuschauer. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und glaubt mir, es macht mich extrem traurig, wenn mein YouTube-Kanal, in dem mittlerweile fast 6 Jahre Arbeit stecken, durch so einen Quatsch jetzt tatsächlich offline genommen wird. Aber man kann es nicht ändern. Ich habe mir überlegt, dass ich zumindest in den nächsten 76 Tagen trotzdem noch Videos hochladen möchte und das dann auf meinem Zweitkanal machen werde. Den werde ich euch unten in den Kommentaren und nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Switcht auf jeden Fall rüber auf Mr. Movie Pyro 911. Ja, vielleicht arbeiten wir an dem Namen noch. Mal schauen. In den nächsten 76 Tagen wird es hier auf diesem Kanal keine Videos mehr geben, weil ich einfach kein Risiko eingehen möchte, noch eine Verwarnung zu bekommen. Falls ich die doch bekommen werde, dann, wie gesagt, war es das auf diesem Kanal. Dann sind alle, ich glaube mittlerweile 900 Videos gelöscht, weg, verschwunden. Und das hat sie dann fast nie gegeben. Dann bleibt nur noch ihr auf meinem neuen Kanal, wenn ihr dann mit rübergekommen seid und falls nicht, ja, weiß ich auch tatsächlich noch gar nicht, ob ich überhaupt da nochmal weitermache. Mal schauen, weil irgendwie, ja, wenn man sich da wirklich eine Community aufgebaut habt und an dieser Stelle nochmal, ihr wart eine richtig coole Community. Vielen Dank nochmal auch an jeden Einzelnen, der hier immer kommentiert hat. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, mit euch zu schreiben in den Kommentaren. Einfach mit euch zu interagieren. Ich habe auch viele Freunde hier mittlerweile kennengelernt auf YouTube, mit denen ich auch privat schreibe. Auch an euch ganz liebe Grüße, ihr wisst ja, wen ich meine. Und danke an jeden Einzelnen, der hier Mystery-Pakete geschickt hat. Das hat mich einfach mega gefreut und mir hat das einfach richtig viel Spaß gemacht, dieses ganze YouTube-Ding. Und umso mehr tut es mir jetzt wirklich weh, dieses ganze YouTube-Ding jetzt zu beenden. Vielleicht mit einem Fragezeichen noch. Aber ich kann euch sagen, wenn hier dieser Kanal zugeht, ob ich dann tatsächlich auf meinem Zweitkanal noch weitermachen werde. Das steht tatsächlich noch in den Sternen, das kann ich euch wirklich noch nicht sagen. Weil nochmal wirklich von Null anzufangen ist unglaublich schwierig und total schade und irgendwie auch deprimierend, weil über 800 Videos und über 6 Jahre lange Arbeit hier in diesem Kanal und so viel Liebe in den einzelnen Videos steckt, das ist einfach mega schade und wie gesagt, tut mir extrem leid. Aber ich wollte mich an dieser Stelle einfach nochmal bei euch bedanken und wollte euch nochmal sagen, dass es mir wirklich ganz viel Spaß gemacht hat mit euch, auch wenn wir uns vielleicht nie wiedersehen hier auf diesem YouTube-Kanal.
Nochmal vielen Dank an euch alle. Dankeschön für jeden Einzelnen, der hier abonniert hat, kommentiert hat, geliked hat oder einfach nur zugeschaut hat. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, für euch Unboxing-Videos oder Reviews oder sonstiges zu machen in Schocktober. Die ganzen wirklichen Filmreihen hier auf diesem Kanal, die ganzen Serien, ja, einiges, wirklich mittlerweile einiges. Und wenn ich jetzt daran zurückdenke, tut es mir auf jeden Fall richtig, richtig, richtig leid, wenn das auf einmal alles weg ist. Ja, was bleibt mir noch zu sagen, Freunde? Außer vielleicht haben wir Glück und es passiert gar nichts. In den nächsten 76 Tagen wird es hier kein Video mehr geben. Ob danach nochmal ein Video kommt, steht noch in den Sternen. Wir sehen uns definitiv wieder. Noch einmal, vielleicht auch noch zweimal, vielleicht auch noch dreimal. Das steht auch noch in den Sternen. Aber wir sehen uns wieder auf meinem neuen, sage ich jetzt mal, Zweitkanal, Mr. Movie Pyro 911. Link in der Beschreibung, Link in den Kommentaren. Switch drüber. Wie lange es da weitergeht und ob es da überhaupt nochmal weitergeht, wie gesagt, steht auch nicht fest. Wenn dieser Kanal hier nach 90 Tagen noch existiert, wechsle ich natürlich hier wieder rüber. Falls er nicht mehr existiert, weiß ich tatsächlich nicht, ob ich überhaupt noch weitermache mit YouTube. Schauen wir mal. Ja, wie gesagt. Vielen Dank nochmal an euch alle, Freunde. Wirklich, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, vielleicht zum letzten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder hier auf diesem Kanal. Bis dann, macht's gut. Euer MoviePyro911 und ciao.